Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Als ich heute nach Hause kam, haben mich zwei Pakete erwartet. Eins war von der lieben Bunny, das habe ich dir jetzt letztens schon gezeigt. Das kann ich dir auch gerne mal hier oben verlinken. Und dann habe ich hier noch ein zweites Paket, das habe ich von der lieben Karin bekommen. Das wollte ich mal mit euch zusammen mir genauer anschauen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, als erstes ist hier eine Karte drin. 30 werden ist furchtbar abenteuerlich. Zum Geburtstag alles Gute. Ja, ich fühle mich noch gar nicht, als wäre ich 30. Alle erinnern mich daran. Aber es ist okay. Liebe Claudi, übrigens, jeder I-Punkt ist ein Herz hier. Das ist der Wahnsinn. Also, liebe Claudi, alles Liebe zu deinem 30. Geburtstag. Knuddel. Bleib wie du bist, ein wahrer Sonnenschein. Mit deinen Videos hast du mir schon so viel Lächeln und gute Laune beschert. Mit diesem Paket sage ich aus tiefstem Herzen Danke dafür. Hab eine tolle Party und noch ganz viele glückliche Jahre. Karin. Ach Karin, du Verrückte, das wäre nicht nötig gewesen. Ja, wir gucken aber einfach mal rein, okay? Falls ich etwas demoliert aussehen sollte. Ich habe natürlich erstmal ein kleines Pöttchen heulen müssen, als ich das gesehen habe, ne? Ja, sowas rührt mich halt. Und dann geht es mit mir durch, das ist nun mal so. So, ne? Dann gucken wir doch einfach mal rein, was die Karin hier in das Paket gepackt hat. Also, es lächeln mich schon direkt ein paar Dinge an. Und zwar habe ich hier aus der, ich weiß nicht, wie diese Serie von Isana heißt. Es ist so eine Limited Edition mit so Komplimenten, ne? Ein Duschschaum mit Vanille-exotischem Duft. Du bist bezaubernd. Oh Mann, ey. Ich habe mir nur die Masken davon geholt. Dann eine Bodylotion, auch mit Vanille, vanillig-exotischem Duft. Oh, das will ich jetzt riechen. Ich bin verliebt in dein Lächeln. So geil. Oh Mann. Oh, das riecht geil. Ich liebe Vanille, ne? Vanille und ich, wir sind so. Aber richtig so. Also so richtig. Mega cool. Und dann hat sie mir auch die Masken mit dabei gelegt. Einmal die Tuchmaske mit Kaktusextrakt und Aprikosenkernöl. Du bist erfrischend. Mit Kirschblütenextrakt und Mandelöl, du bist bezaubernd. Und mit Papaya-Extrakt und Macadamiaöl, du bist einzigartig. Das sind mal liebe Komplimente, oder? Sowas hört man echt nicht oft, das ist total lieb. Dann von Isana mit ein Duschgel mit zartblumigem Dufterlebnis. So, du bist schön. Ach geil, es ist mit Blumen. Dann riecht es wahrscheinlich richtig schön nach Rose und oh, Gänseblümchen. Oh, das riecht richtig gut. Boah. Da freue ich mich drauf. Vor allem, wenn man das in der Dusche stehen hat und dann immer da drauf guckt und dann das sieht und so. Das ist so lieb. Echt. Es ist wirklich lieb. Karin. Ich sag dir das. Ich bin da ganz kleinlaut, ne? Dann von Kneipp eine Schaumdusche. Sommerlaune mit Wassermelone und Minze. Oh, herrlich, oder? Das ist so der Sommerduft. Richtig geil. Ich guck mal. Mache ich mir mal auf die Hand. Oh, kommt richtig schön Schaum raus. Oh, riecht das gut. Oh, richtig schön nach dieser Wassermelone. Oh, geil. Dankeschön. Ja, sie hat das Duschgel einfach mal in ihren Händen verreibt, ne? Ich habe gerade hier oben nicht mehr allzu viel drin. Dankeschön. Ich bin, mich rührt sowas so. Echt, das ist echt schön. Ich hatte einfach auch schon mal andere Zeiten, dass ich halt auch nicht so nett behandelt wurde, vor allem an meinem Geburtstag. Und deswegen, sowas, das macht mich einfach irre glücklich. Und deswegen ist mir mein Geburtstag auch so wichtig. Und es ist so schön, wenn, ja, wenn Leute an einen denken, ne? Liebe Leute. Das ist echt so krass. Ich habe so liebe Leute hier bei mir. So eine liebe Community. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist so, so schön. Und ich,
Ich bin wirklich von Herzen gerührt. Das ist unfassbar. Echt. Hier steckt mehr drin. Make-up, Artist, Highlighter, Pinsel, feine Synthetika. Hier steckt mehr drin. Hast du mir da noch was mit reingepackt? Ein Ebeline Highlighter Pinsel. Machen wir ihn mal auf. Oh, versteckt. Ultra Matt Lip Cream von Trended Up. Und Ultraschein Eyeliner Pen Waterproof von Trended Up. Boah, geil. Und ein schöner Highlighter Pinsel. Oh, der fühlt sich echt schön an. Oh, guck mal. Der ist doch geil, ne? Der ist schön. Damit freue ich mich zu schminken. Oh, ich werde... Oh, Dankeschön. Der ist cool. Und ich mache mir mal eben den Lippenstift drauf. Das will ich doch sehen. Die Ultra Matt Lip Cream. Oh, das riecht süß. Wie cool. Wow. Okay, wenn man sonst nichts gemacht hat, ist es schon ziemlich heftig, oder? Aber es ist geil. Das ist eine Farbe, die schreit, hallo, hier bin ich. Und er fühlt sich schön sanft auf den Lippen an. Richtig cool. Geiles Produkt. Echt geil. Dankeschön. Das ist echt crazy. Und das, ich finde, der macht jetzt nicht irgendwie ultragelbe Zähne. Das verwundert mich, ne? Weil normalerweise, wenn du so lila Töne hast oder so, die machen dir direkt gelbe Zähne. Aber der macht das nicht. Ich sehe das hier gerade im Display und ich finde es echt geil. Ich finde es richtig abgespaced, ey. Mächtig. Richtig cool. Mega geil. Leute, ich bringe hier gerade echt alles durcheinander, weil ich vollkommen geflasht bin. Wow. Und der Eyeliner, ach guck mal, der hat so eine Filzspitze. Das ist auch cool. Der wird demnächst mal ausgetestet. Vor allem ist die Spitze auch vorne etwas spitzer. Ne? Also, das ist auch cool. Eyeliner und ich, wir mögen uns denn. Ich trage ja auch immer Eyeliner. Jetzt heute ist meiner irgendwie im Laufe des Tages... Ach, ich habe ja auch geheult. Also, ne? Ist alles irgendwie weg, außer meine Mascara, die hält. Immerhin etwas. Dann habe ich hier passend zu meinem Lippenstift eine Karte oder einen Umschlag vielmehr. Und das ist lila und das glitzert sogar ein bisschen. Guck mal. Das ist cool, ne? Das sind Masken. Pollution Clearing Mask von The Body Shop. Ach geil. Japanese Matcha Tea. Mega. Ich habe von The Body Shop noch nie eine Maske gehabt. Auch von Kneipp noch nicht. Gucke mal. Kneipp Moisturizing Mask. Feuchtigkeitsmaske. Spendet Feuchtigkeit und belebt. Mit Aloe Vera und Jojoba. Mega. Eine Don't Worry Maske. Guck mal, das ist auch süß, ne? Wenn es einem nicht gut geht, dann nimmt man die Maske und dann geht es einem gut. Eine Don't Worry Healing Mask. Eine Strawberry Maske. Mega geil, ich liebe Erdbeeren. Cool. Und eine Acai-Bären-Maske oder Acai-Bären-Maske. Pure Essence Mask Sheet. Geil, das sind diese K-Beauty-Geschichten, ne? Koreanische Beauty mag ich gerne. Richtig cool. Ja, viele neue Sachen kann ich testen. Dankeschön, Karin. Mega geil, echt. Und dieser Lippenstift ist nach wie vor ziemlich geil, oder? Mega cool. Einfach mal so ganz neue Geschichten für mich. Das finde ich auch immer super. So, dann haben wir... Irgendwer weiß Bescheid, dass ich sehr gerne Wassermelone mag, ne? Von Labello, You Are My Super Melon mit Shea Butter und Wassermelonenaroma. Eine 24-Stunden-Pflege. Oh, geil. Richtig geil. You Are My Super Melon. Läuft. Ohne Mineralöle. Siehst du wohl. Und eine Limited Edition. Jetzt geht die Party ab. Ein paar Masken aus dem Action. Ein paar... Alter Schwede. Eine Gold Lip Mask. Die hatte ich noch gar nicht. Das ist ja interessant. Wird getestet. Ich teile auf Instagram sowas immer ganz gerne. Eine Hydrogel Lip Mask. Die hatte ich, glaube ich, schon mal. Das ist immer für meinen Freund immer sehr schön, wenn ich Lippenmasken mache und einfach mal meine Fresse halte. Ist auch ganz nett, ne? Dann diese geilen Insta-Masken. Butterfly Design habe ich hier einmal drin. Dann ist das venezianische Design, Venetian Design quasi. Die hatte ich noch gar nicht. Facial Mask Sheet mit Granatapfelextrakt und Hyaluronsäure.
Ja, mit meinem Alter kann man mittlerweile sich ein bisschen darauf, bisschen mehr, ne? So auf Hyaluronsäure und so sollte man. Die scheint mit Blaubeere zu sein, ja, with Blueberries und Joghurt, geil, Joghurt. Und das ist mit Mandel und Mandelöl und Vitamin E. Darüber freut sich Sammy. Na, das schauen wir mal. Das Papier ist so geil, es ist pink mit Glitzer drauf, ne? Richtig geil. Geil, das sind so, ja, Hundekekse selber backen. Mit Ausstechförmchen. Nein, das ist ein Kochbuch. Das ist ein Kochbuch, wie geil. Und da sind hinten Keksförmchen drin. Oh ja, da wird Sammy sich echt drüber freuen, wenn Frauchen mal Kekse backt. Und hier haben wir noch Dentalsnacks von Spurti. Die Marke sagt mir gar nichts. Das sind halt so, ja, Zahnpflegeviecher. Richtig cool. Ach Mensch, das will ich auspacken. Das will ich mir angucken. Das ist ja schon mal richtig geil, ne? Da hast du drei verschiedene Größen für, ja, unterschiedliche Leckerlis, wie auch immer. Mary McPherson von Weltbild. Guck mal. Blitzplätzchen, Mikrowellenbissen, Gourmet-Häppchen aus der Küchenmaschine, Snacks aus dem Brotbackautomaten, Zahnputzkekse, Flohfreiplätzchen, Rinderknochen nach rancher Art, Mickys Kornkekse, Bellos goldener Käsetraum, Rudis Reiseproviant, Waldis Weichkekse, Aromahäppchen, Regenbogenplätzchen, Fidos Low-Fat-Kekse, vegetarische Leckerbissen, McDuffs Erdnussbutter Festtagshäppchen und Sonntagssnacks. Wird getestet. Ich werde auf Instagram davon berichten. Geil, Dankeschön. Da wird Sammy sich wirklich freuen. Oh Mann. Das stellt sich ja auch immer schon neben mich, wenn ich am Herd stehe, ne? Und finde das immer total super, was Frauchen da immer so treibt. Und wenn ich dann noch was für ihn koche, der wird ausrasten. Richtig cool. Ohne Witz, ich überlege ständig, ob ich hier mal wirklich was selber backen soll, ne? War immer zu faul dafür und zu ideenlos. Aber jetzt habe ich Ideen genug. So, ich hoffe, das gefällt dir. Weißt du, liebe Karin, du hättest hier sonst was reinmachen können. Allein die Tatsache, dass du mir etwas, dass du dir Gedanken gemacht hast und mir was zum Geburtstag schickst und überhaupt, allein das, ne, ist schon der helle Wahnsinn. Die Karte hätte mir echt gereicht. Es hätte gereicht, wirklich. Nein. 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 Ey. Ich war leider arbeiten und habe das weder beim ersten Mal noch bei dem Relaunch kriegen können, weil ich einfach arbeiten war. Und du schickst mir das? Dankeschön. Ja, das hier ist von Hatice Schmidt in Kooperation mit Love, das Bronzing Powder, was so ultra sein soll. Ich mag da gar nicht reinfassen, ne? Es ist so eine schöne Farbe. Die wird mir einfach passen. Oh, ist das schön. Ich jetzt ganz dezent nur geswatcht. Boah, Karin. Ja, und die Lidschattenpalette hast du auch noch gekriegt. Ey. Wow. Das sind mal Farben, oder?
Damit schminke ich mich. Damit mache ich mir einen richtig krassen Look. Und dazu dieser Lippenstift, bitte. Was zur Hölle? Hattie's Shade, darüber haben die alle gesprochen. Oh. Boah. Mavi. Das ist so ein dunkles Blau. Boah. Hope. Dieses Türkis. Oh, das fühlt sich aber cremig schön an. Alter. Und dann nehme ich noch Gale. Das ist dieses Rot hier unten. Sind mal Farben, oder? Holla die Waldfee. Und Hattie's Shade, jetzt weiß ich auch, was die da mit meinten, ne? Das ist so ein richtig schöner Topper, den kannst du drüber machen und dann glitzert das alles so schön. Wow! Danke. Alter Schwede. Danke. Ihr seid doch alle verrückt. Ihr seid doch alle einfach verrückt in der Welt. Es geht nämlich noch weiter, ne? Das war's ja noch gar nicht. Hier habe ich ein kleines Päckchen. Das ist mit so einem Ziehharmonika-Verschluss. Oh ja, von New, die pflegende Kur. Inspire New Kokos. Die Reihe liebe ich. Das Ding ist, ich finde nicht, dass sie nach Kokos riecht, deswegen mag ich das sehr gerne. Den Duft mag ich sehr gerne und die Pflegewirkung ist der Wahnsinn. Mega geil. Oh ja, Dankeschön. Oh, richtig geil. Mm. Nom, 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 nom. So, hier hat sie drauf geschrieben, Memories. Und das ist ein New Geschenkset, okay? Fill life with lovely memories. Das hatte ich mir tatsächlich auch mal geholt, als das irgendwie im Ausverkauf war. Und dann war es halt weg, ne? Also die Kokosreihe. Und ich fand das so gut. Und hier ist einfach nochmal alles drin. Richtig cool. Dankeschön. Mega. Das pflegt meine Haare so schön. Das ist einfach, es passt einfach bei mir. Das ist toll. Dankeschön. Meine Güte, ey. Du hast hier echt zugeschlagen. Ich sag dir das. Und zwar hast du zugeschlagen hier in meinem Herzen drin. Ich sag dir das wirklich unfassbar. Ich werd ganz kleinlaut, Mann. So, hier steht drauf Memories. Ja, woran erinnert mich diese Verpackung wohl? Die Karin hat nämlich damals bei mir den Adventskalender gewonnen. Krass, und hier sind einfach noch mehr davon drin. Wie geil. Quasi nochmal so ein komplettes Geschenkset, ne? Richtig cool. Nochmal Shampoo und Spülung. Mega. Danke, 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 danke. Das sind so tolle Produkte und ich habe keine Ahnung, warum das aus dem Sortiment genommen wurde. Ich liebe es. Also, meine Haare lieben es. Ich finde es großartig, dass meine Haare es lieben und da so gepflegt werden von. Danke. Mann. Einen haben wir noch. Und dann war's das mit der Box. Hier steht noch ein Zettel drin. Einfach lecker. Ist die Verpackung nicht cool? Ich finde sie richtig, richtig cool. Oh, mein Teevorrat für die nächsten 100 Jahre. Safe. Geil. Und dann sind da noch so Herzen drin. Moment. Ganz viele von diesen Herzen. Carstens Lübeck. Nom, das ist Schoki. Das mag ich. Oh, riecht das gut, ne? So viele verschiedene Teesorten. Oh. Karin, danke schön. Danke, danke. Danke, danke. Danke. Das ist so geil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ganz viele von diesen pinken Bubbles. Vielen, vielen, vielen Dank. Du hast mich sprachlos gemacht. Du hast mich überwältigt. Und ja, mir ganz tolle Produkte zukommen lassen, die einfach da reingehen, ne? Danke, Karin. Echt. Vielen, vielen Dank, dass du an mich gedacht hast und ja, mir eine Freude zu meinem 30. gemacht hast. Und auch wenn das nicht hätte sein müssen, das weißt du. Und ja,
Aber ich freue mich trotzdem natürlich. Ich bin ja ehrlich, ne? Ich raste innerlich vollkommen aus und das ist der Hammer. Ich bin super stolz und super glücklich, echt. So. Und bevor ich jetzt wieder rumheule, würde ich einfach sagen, ne? Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich werde euch auch noch ein Video hochladen, wo ich euch meine ganzen Geburtstagsgeschenke so zeige, was ich zum 30. gekriegt habe. Beim runden Geburtstag ist es dann ja doch immer was Besonderes. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank an die liebe Karin. Du bist echt der Oberknaller. Ja, ne? Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch einfach mal hier oben meinen neuesten Upload, hier unten noch ein Video von mir. Ja, und hier kannst du, wenn du möchtest, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt drüber freuen und danke, danke an alle, dass ihr da seid. Echt, ich bin baff. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.